Hallo und herzlich willkommen zum Opal-Abo-Unboxing-Video vom März 2023. Ich bin Kiko und das ist das Päckchen, um das es geht. Für den Fall, dass jetzt jemand hier reingestolpert ist und noch nicht weiß, was ein Opal-Abo ist. Opal ist eine deutsche Sockenwollfirma, wo man nicht nur die normalen Farben bestellen kann, die gerade aktuell sind, sondern man kann dieses Abo abschließen. Dann bekommt man viermal im Jahr ein Päckchen, wo 6 Knäule Wolle drin sind. Jedes Knäuel hat 100 Gramm, 420 Meter Lauflänge, also normale Vierfachsockenwolle. Das weiß man vorher, aber man weiß nicht, welche Farben man bekommen wird. Und ein Teil der Farben, die es im Abo gibt, kommen später in eine normale Kollektion rein und kann man dann auch nachkaufen, aber manche eben auch nicht. Dann hat man ganz besondere Einzelstücke. Genau, und das ist immer die Aufregung, wenn das Päckchen kommt. Wie sehen die Farben diesmal aus? Und deshalb mache ich das gerne vor der Kamera, dass alle mit dran teilhaben können. Falls ihr euch Farben von alten Opal-Abo-Päckchen mal angucken wollt, kann man auf Ravelry in der Opal-Abo-Gruppe. Da gibt es für jedes Päckchen einen eigenen Diskussionsfaden, da kann man dann auch ein bisschen reingucken. Da wird dann auch in der Regel reingeschrieben, falls Farben in eine Kollektion gekommen sind, dann kann man sich da auch informieren, ob man diese Farben nachkaufen kann oder konnte, je nachdem, wie weit man zurückguckt. Genau, aber jetzt denke ich, ist das Spannende, erstmal das Päckchen aufzumachen. Ich halte es ein bisschen weg vom Mikrofon, damit es nicht ganz so laut ist beim Aufschneiden. Und genau, und dann immer die obere schön vorsichtig schneiden, damit ich nicht an die Wolle dran komme. So, jetzt ist es offen. Und dann greife ich mal rein. Mal gucken, was als erstes kommt. Oh, also die Banderole ist die gleiche wie die letzten Päckchen. Das ändert sich auch immer mal so, ich weiß gar nicht, ob einmal im Jahr oder seltener. Aber das ist ein tolles Knäuel. Da, für Opal-Verhältnisse nicht super bunt. Es sind schon mehrere Farben, aber es ist ja ohne Sprenkel, ohne große Kontraste, Pink, Rot und Lila. Also das ist schon mal ein ganz großartiges Knäuel, von dem ich mir tatsächlich wünschen würde, dass es in Serie kommt und dass man da auch größere Sachen von machen könnte. So, dann ein schlichtes Knäuel. Das sieht ganz ähnlich aus wie das Grau, was es jetzt in der Country-Serie gab. Da ist nämlich auch so ein ganz bisschen ein Hauch von Hellblau drin. Das finde ich macht dieses Grau ganz besonders. Ist, glaube ich, ein bisschen mehr Beige drin als in dem bei Country. Aber das ist auch eine schöne, helle Farbe, relativ neutrale Farbe. Das ist auch super. So, dann haben wir... Oh, das ist auch schön. Das ist auch nicht so schreiend bunt, also dunkelblau als Grundfarbe ist ja was, was ich sowieso gerne mag. Dann so ein bisschen Türkis drin und ein bisschen Rosa drin. Also das ist auch eine Kombination, wo mir alle Farben gefallen und ich es auch von der Verteilung total schön finde. Also das ist, wenn jetzt nicht drei ganz schreiende Knäule kommen, ist das ein ausgesprochen schönes Päckchen. Ich finde die ja meistens total schön. Ah, grün. Grün ist nicht ganz meine Farbe, aber... Ich finde auch das von der Kombination sehr schön mit dem Hellgrün, was schon fast ins Gelb geht, dunkleres Grün und ein bisschen Blau dazwischen. Also das ist bei den grünen Knäueln, sage ich immer, würde sich hervorragend eignen für eine grüne Socke. Es gibt eine Aktion Grüne Socken, die kann man stricken und spenden. Verlinke ich unterm Video, falls ihr euch da mehr informieren wollt. So, na, irgendwie war es hängen geblieben. Das ist jetzt mal ein bisschen bunter. Das ist zwar, sind auch nicht ganz so viele Farben, wie das bei Opal manchmal sein kann, aber es ist jetzt, das glaube ich, das erste Knäuel, was so richtig gesprenkelt ist. Weiß als Grundfarbe ist auch eher untypisch, finde ich. Aber dann so rote und blaue Sprenkel finde ich prinzipiell auch eine tolle Sache. Da wird es richtig spannend, wie das gestrickt aussieht. Das ist ja sowieso immer. Bei Abo-Knäueln hat man kein Foto auf der Banderole. Wenn man eine normale Farbe von Opal kauft, hat man immer auf der Banderole eine gestrickte Socke, sodass man zumindest für Socken dann weiß, wie die Farben sich ungefähr verteilen und wie das gestrickt aussehen wird. Wenn man natürlich stattdessen einen Pullover oder ein Tuch oder so strickt, kann es wieder ganz anders kommen. Aber bei den Abo-Knäueln gibt es das nicht, da muss man sich dann überraschen lassen. Beziehungsweise da ist auch wieder diese Ravelry-Gruppe super hilfreich, weil
In der Gruppe gibt es immer viele Leute, die recht schnell Sachen anstricken. Und dann kann man da schon mal gucken und einen Eindruck kriegen. Und manchmal hilft einem das dann auch eben bei der eigenen Entscheidung, was man aus der Farbe machen will. Ah, Orange. Sehr schön. Orange und Lila, Komplementärfarben, passen toll zusammen. So ein bisschen gehen die dunklen Stellen so leicht ins Hellbräunliche. Also hat so ein bisschen was Herbstliches, so ein bisschen Kürbis, so ein bisschen auch Halloween-Vibe, finde ich, so mit dem Orange und Lila. Das ist immer ganz spannend. Aber auch ein sehr schönes, eher ruhiges Knäuel. Also das finde ich jetzt mal wieder eine ganz spannende Mischung. Ganz häufig ist es so, dass bei den Abo-Knäueln, dass man so Paare bilden kann, wo man merkt, da ist so ein bisschen so eine ähnliche Art von Färbung, ähnliche Art von Streifen oder so gefärbt. Und manchmal kommen dann diese beiden Knäule dann auch in die gleiche Serie rein. Dieses Mal klappt es tatsächlich nicht. Also wenn ich Pärchen bilden sollte, was ich ja immer gerne mache, dann würde ich sagen, hier hat man eine Grundfarbe und so einen schmalen Kontrastfarbe, also Orange und Lila. Und hier wäre es Grün mit Blau. Also das könnte ich mir vorstellen, dass die, wenn die in eine Serie kommen, dass die so ein bisschen zusammengehören. Weil bei dem Orange hat man so ein bisschen hell und dunkel, bei dem Grün hat man hell und dunkel. Und dann jeweils eben diese Kontrastfarbe. Dann könnte ich mir vorstellen, dass die zwei Farben so ein bisschen ein ähnliches Färbeschema haben, dass man hier Grau als Grundfarbe und dann das Beige und so das Bläuliche hat und hier eben das Dunkelblau mit den Türkisen und den Rosastreifen. Könnte sein, dass das so ein bisschen zusammengehört, aber die zwei, die sind tatsächlich für sich. Also das ist das Einzige, was so ganz ruhig in einer Farbfamilie bleibt und das ist das Einzige, was total wild gesprenkelt ist. Also hier hat man sozusagen ein Gegensatzpaar. Beides fände ich super spannend, wenn das als Serie rauskommt. Fände ich auch spannend, ob dieses Jahr in einem anderen Abo-Päckchen vielleicht nochmal ein ruhiges oder nochmal ein gesprenkeltes kommt. Also das ist super, super spannend. Ich packe jetzt mal das Knäuel hier hin und das dahin und dann versuche ich das Gruppenbild. Tada! Also das sind alle Knäule des diesmonatigen Päckchens sozusagen. Also ich finde es eine ganz tolle, grandiose Mischung. Ich finde es sehr, sehr unterschiedlich. Aber dadurch hat man eben auch tendenziell für jeden etwas. Genau, ich bin mal gespannt. Von jedem Päckchen, was kommt, wird in der Opal-Abo-Gruppe ein Knäuel gewählt. Also die Betreiberin der Musterschlacht, sage ich mal, sucht drei Knäule aus. Da können wir dann wählen, welches wir für die Musterschlacht haben wollen. Und in der Farbe kann dann jeder, der das Knäuel hat und mitstricken will, mitstricken und muss aber ein anderes Muster stricken als alle anderen. Und das ist auch ganz toll, wenn man eine Opalfarbe hat und dann ganz, ganz viele verschiedene Muster und Projekte. Also da bin ich auch schon sehr gespannt. Ja, das sind die. Das war jetzt das erste Abo-Päckchen von diesem Jahr. Das waren die Farben. Ich hoffe, euch hat das Unboxing-Video Spaß gemacht. Und ich sage tschüss, bis zum nächsten Mal. Tschüss!